Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge in Thüringen. Hallo nochmal. Ne? Ja, heute letzte Fuhre jetzt Weizen fürs vom globalen Markt. Dann haben wir den Weizen komplett uns eingelagert, also im globalen Markt. Und das kann ich nicht gleich verkaufen. Dann steht an Reparatur und Wartung. Die Fahrzeuge warten darauf. Und ich werde mal jetzt schauen, dass ich noch den Mistfahrer nochmal zum Förderband bringe und da entsprechend den Mist aufladen kann. Das gleiche müsste ich hier auch machen. Mal sehen, was alles schafft. Dann die Tierefütterung vorbereiten. Das ist der Hänger, glaube ich, können wir vernehmen. Müsste man vernehmen können, glaube ich. Ja, glaube ich schon. Und wir gleich hinfahren, ne? Also entsprechend vorbereiten. So. Aber erstmal nur mal glatt schaffen, dass der Arne offen fahren kann, ne? Und der Heufahrer wird eben fahren, ne? Eine Lohnzahlung, ich dachte schon, betrage ich kein Geld hier. Muss ich erst anders verkaufen. Ja, die ganzen Fahrzeuge, die sind alle reif für die Werkstatt. Und für waschen, ne? So, ob das jetzt funktioniert, weiß ich nicht. Ich denke mal doch, weil Autodrive blockiert ab und zu mal den globalen Markt. Wohl Thüringen nicht so. So, Weizen, Heu. So, für zu viel noch. Verkaufen. Dating. Heu ist noch nicht so viel, aber kommt da mal zu. Und der Rest Stroh. Gut. Haben wir schon 1,9 Millionen, ne? Kurz nachdenken. Mist, da ist mein Fahrer schon. Das ist ganz verkehrt. Wir müssen jetzt zum BGH. Genau. Den müssen wir zum Förderband fahren für Mist aufladen. Der muss ich auch Platz schaffen, dass ich hier noch einen Kurs einfahren kann für Abladen Mist. Aber mit Kleinanhänger am besten. Ich habe, glaube ich, keinen kleinen. Oh, das ist der Traktor. Habe ich vorweg genommen, glaube ich. So. Ja. Milch haben wir auch noch zu verkaufen. Das ist ja... So, den Mist noch, kriegen wir locker den Fuhrer wieder voll. Der BGH hat sogar noch belastet. Ah, das geht rein, das ist gut. Putzen wollte ich. Wie gesagt, so ein Kurs einfahren, können wir den Kramer nehmen. Ne? Dann notfalls mal den... Soll ja auch die Milch entsprechend verkauft werden. Dazu müsste ich eigentlich den Anhänger wegfahren. Weil das wird dann im Weg stehen. Ich muss ja da einen Punkt so anfahren, dass man da nie ausgemacht. Der Hänger soll stehen bleiben. Er soll nicht stehen, soll nämlich da stehen bleiben. Den voll machen und so. So, aber den können wir jetzt nicht nutzen für
Outrive, das wäre jetzt ein bisschen, naja, wäre zu zu groß. Also da wäre, da wird ständig Probleme geben. Deswegen machen wir den nicht. Den werden wir mal so stehen lassen. Dann nehmen wir den Kahner mal und werden wir gleich mal den Kurs einfahren. Wir haben viel, ja, Stroh ist auch alle. Die Lage gleich nebenbei gleich putzen und den Kühen gleich wieder geben. Dann ist er nämlich auch erledigt. Kein Problem. Können wir die zwei Fliegen in der Klappe schlagen, ne? Putzen und wir können gleich mal den Weg freiräumen. Da gleich wieder aus. Die Kühe müssten auch noch alle komplett in den großen Stall rein, weil wenn ich die versuche rüber zu nehmen, dann ist es ganz gut, wenn das in einem Stall sind, ne? Dass da nicht immer ständig, dass ich da nicht so viel, das ist ja wie ein Haufen. Ist noch nicht so geplant. Soll er füttern, ne? Und nicht alle hinkippen. So, fahren ein bisschen zurück. Bis das Symbol kommt. Na gut, wir verteilen mal ein bisschen, ne? Normalerweise verteilt. Das möchte ich ja gerade nicht. Gut. Oh, nicht gut. Dann nehmen wir so mal einen Kauf, ne? So, jetzt fahren wir damit mal zum BGH. Wie gesagt, da muss ja irgendwo ein Kurs vorhanden sein. Bei der BGH irgendwie dann schauen, ob wir jetzt unser anschließen, ob wir da jetzt die Silage vom Lager und das andere entsprechend zur BGH bringen können. Was haben wir hier Schönes? Die Lage ist noch voll, Stroh. Heu haben wir ein bisschen Platz. Wie gesagt, Mischfutter kommt jetzt der Dings an. Heu werde ich höchstens noch ergänzen, kann sein. Ich habe noch was im Heulager. So, schauen wir mal, wie der Kurs hier geht. Wir haben zum einen dort einen Kurs. Das soll ja so sein, dass es nicht, ne, dass es in eine Richtung geht, ne, ganz wichtig. So wie hier, der Kurs ist da vorhanden, den werden wir auch entsprechend nutzen. Aber wir müssen einen Punkt vorher finden. So hier vorne irgendwo.
gucken, dass wir genau den Punkt, also ungefähr, dass wir da nicht zu sehr daneben liegen, ne? Fahren wir nach vorne. Von hier starten wir mal. Ja, von da, okay. Überredet. Geht nicht darum, dass der Fall da vorne geht. Dass wir da nicht zu sehr. Denn hier geht's rüber. Hier werde ich mal ganz kurz ranfahren. Dann mache ich hier einen Punkt. Ende und abladen die Lage. Die Lage. Ne, F nicht. BGH. Erstellen. Den muss ich näher sowieso verschieben. So ist das nicht, ne? Also das ist schon mal sicher, ne? Ne, nicht. So. Er nimmt da wieder los, ist ungünstig. Das heißt aber auch, dass wir jetzt hier ganz kurz mal gleich verbinden. Denn das wäre ja nur ungünstig, ne? Und jetzt fahren wir hier mal Richtung den Kurs da mit dem Kräftelarm. Das war so, dass wir gut rumkommen, ne? Also in diesen Kurs anschließen wir. Und zwar, das macht er automatisch. Das ist nicht manuell. Jetzt haben wir. Nee. Gut, machen doch manuell, ne? Schauen wir mal, Heutrocknen müssen wir eigentlich drin haben. Also eingeschlossen haben normalerweise. Ne, haben wir nicht. Wir machen es auch gleich. Und das ist mir auch wichtig, dass wir da ansprechend hier. Ja, mu. Das ist auch hinbekommen, ne? Hier fahren wir auch ein bisschen rechts von der drunter kommen, ne? Und dann nach links ist kein Kurs. Dann müssen wir hier lang. Aber nicht durch den Stall. Hier werden wir auch auf der linken Seite bleiben. Und wir fahren nur die eine Richtung. Das ist dann ganz gut, in Anführungszeichen. Ne? Und jetzt werden wir den mal hier irgendwo beim vorhandenen Kurs anbieten. Müsste hier eigentlich einer kommen. Und zwar den rechten, auf der rechten Seite. Weil der andere läuft ja in eine andere Richtung. So. Angeschlossen. Die Anrichtung brauchen wir nicht, das ist Quatsch, brauchen wir nicht. Jetzt könnten wir ja theoretisch mal gucken, ob der andere angeschlossen ist, der für Silo, für Silage. Und wenn nicht, ich glaube nicht, dass er nicht angeschlossen ist, dann können wir da gleich mehr Silage loslegen, ne? Mal schauen, ob es klappt. Die Milch wollte ich auch noch anbieten. Da muss man gucken, das ist ungünstig. Ja gut, lassen die Runde fahren, ne? Dann machen wir halt die Milch. Oder die Milch mache ich manuell. Mal sehen. Dann müssen wir auch hier entsprechend langfahren. Aber es ist nicht garantiert, dass er da entsprechend auch gut Deutschland da lang fährt, ne? Durch die Stadt. Muss ich mal gucken. Zur Not muss ich halt den Kurs ein bisschen korrigieren, ne? Ist ja machbar.
geht darum, dass wir jetzt mal hier nicht die Tiere füttern mit Aufpreis, sondern die Milch zum globalen Markt fahren oder zum Händler, ist egal, irgendwo hin. Ne? Hauptsache, wir können die Milch verwerten. Ne? Das ist ungünstig, wenn man sehen kann, ist ungünstig. Und den müssen wir auch da anfliegen. Sag ich vorne gleich, ne? So. Ja. Muss ich manuell machen, das ist ja auch nichts. Gut, am Milch müssen wir einen Punkt suchen. So, da müssen wir manuell mit einem anderen Traktor, mit dem Fahrzeug da mal entsprechend langfahren und den Punkt dann sehen. Mit einem kleinen Milchanhänger, den wir aktuell noch nicht haben. Fahren wir hier zurück. So. Ich wollte noch gucken wegen die Lage. Ob wir da auch schon einen Punkt haben. Kurs. Ich glaube nicht, ich sehe da keinen Kurs. Den müssen wir hier auch anschließen. Ja, da haben wir keinen Kurs. Abladen glaube ich schon. Ne, auch nicht. Ja, da müssten wir, ja. Von da kommend. Und dann entsprechend da. Das können wir ein bisschen verschieben. Und da hier entsprechend rumfahren. Hier runterfahren. Und das Rohr. Und dann entsprechend hier wieder anschließen. Gut, da wird die Silage auch angeschlossen. Ich muss nur einen Haltepunkt vorher auch noch einstellen. Da haben wir Silage haben wir jetzt und Milch. Abladen wollen wir hier aber nichts, das ist immer nicht vorgesehen. So. Ich habe noch Gras, meines Wissens, noch im Lager. Aber für heute ist mal Schluss. Zeit zu gehen. Ja, liebe Schauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Ich sage mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht es hier weiter. Wenn ich mal Gras noch reinfahren in Heutrocknung. Und nochmal eine Ladung Heu in Mischfutter. Damit wir noch was herstellen können. Und das hier weiter, ne? Dann bis dann und ciao, ciao. Bis morgen. Tschüss.